Hey Leute, ich freue mich gerne über ein Abo, Like oder Kommentar. Abonniert einmal meinen Kanal, dann seht ihr immer die aktuellsten Videos. Um dahin zu kommen, kann es manchmal schneller gehen, als man denkt. Was ihr hier seht, ist quasi eine Behausung der Obdachlosen. Das ist zum Beispiel in der Berlin-Kreuzberg-Warschauer Straße. Ja. Was muss man machen, um da nicht hinzukommen? Es gibt staatliche Hilfe, wie Jobcenter, die Arbeitsagentur, Einrichtungen wie BVB, berufsvorbereitende Bildung quasi, für Jugendliche, um erst gar nicht das hier zu, erst gar nicht dahin zu bekommen. Ich mache das heute mal ganz spontanisch hier. Es sieht nicht schön aus, wer möchte schon so leben, oder? Aber die Menschen haben teilweise keine andere Wahl. Es gibt welche, die wollten es so, weil sie draußen leben wollten. Es gibt welche, die sind dahin gezwungen worden. Gut. Was muss man da machen? Man muss Bewerbungen schreiben. Wer keine Ahnung von Bewerbungen hat, ist auch kein Problem. Man kann ja Bewerbungen einfach mal spontanisch im Internet suchen. Ich gebe einfach mal Bewerbungsanschreiben raus. Ein Jahr. Da findet man zum Beispiel, man kann zum Beispiel schon auf Bilder gehen, verschiedene. Wenn die Internetverbindung steht, ist das natürlich super. Möglichkeiten von Bewerbungsanschreiben zum Mustertätigkeit und so weiter. Es gibt verschiedene hier, wie man hier sieht. Genauso ist das wie bei Lebenslauf. Wenn ich jetzt den Lebenslauf eingebe, man muss nicht unbedingt immer Training machen, wenn man schlau genug ist, sich selber fortzubilden und ja, sich zielstrebig und orientieren kann. Wie zum Beispiel ja beim Lebenslauf. Es gibt verschiedene. Es gibt auch welche ohne mit Bild hier und es gibt welche ohne Bild. Ich selber habe immer Lebenslauf ohne Bild, weil man soll meine Qualifikation und meine Kenntnis sehen und nicht nach meinem Foto gehen. Es gibt auch Arbeitgeber, die machen das nach Foto. Es gibt auch zum Beispiel hier, die haben alle ungefähr den gleichen Aufbau, nur eben anderes Design. Das ist zum Beispiel ganz gut. Der ist relativ modern gehalten. Der auch, allerdings etwas, naja, das stört ja schon ein bisschen. Klassisch wäre zum Beispiel der hier. Das wäre der ganz klassische Lebenslauf. Kann man sich fertig machen, dass man einen Lebenslauf fertig macht, den man immer benutzt, den man quasi immer dann von oben nach unten, je nachdem in welcher Reihenfolge, ob man hier anfängt, von Anfang an und erst runter geht, oder ob man immer die letzte Tätigkeit nach oben setzt und die Ausbildung, die man als erstes gemacht hat, mit Schulbildung nach hinten nimmt. Ja. Wie zum Beispiel der hier, der hat hier auch die Ausbildung als letztes genommen, ganz oben, damit man sieht, was hat er als letztes gemacht, wo war er, was interessiert mich, wenn der 20 Jahre als Mechaniker gearbeitet hat, was der für einen Schulabschluss hat, der hat 20 Jahre Berufserfahrung, so wie Firma ist, pleite, wo er war, kann ich nehmen, warum nicht, oder? Gut, anderes Thema. Wenn wir jetzt hier selber nochmal drauf schauen, ja, dann kann man ja nach Jobs suchen. Bewerbungen. Man kann ja ganz einfach Jobs angeben. Und dann findet man hier zum Beispiel Stepstone, die Seiten stellenanzeige.de und pipapo. Wenn man jetzt zum Beispiel Kfz-Mechaniker ist, ich gebe jetzt einfach mal Kfz. Job in, weiß ich, Hamburg. In Hamburg ein. Dann sagt es mir zum Beispiel verschiedene Internetseiten, wo zum Beispiel wir stellen Kfz-Mechatroniker ein. Bei der und der Firma. Also König Platten. Mal gucken. Kann ich mal drauf gehen. Ja. Das bringen sie mit. Das muss man immer. Das ist immer ganz gut, wenn das da steht. Dann hat man eine Orientierung, ob man es überhaupt so machen kann oder nicht. Dann Talent, klar. Oder hier Indeed.
Andere sagen Ingrid, ich sage Indeed. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, ich war selber noch nicht so groß auf der Plattform, weil ich habe ja bisher einen Job gehabt, jetzt muss ich wieder wechseln und jetzt muss ich mich auch selber mal ein bisschen orientieren, ist der neue Job in der neuen Firma wirklich genau das, was ich will? Hat der Arbeitsvertrag nicht so viele, nicht so viel Kleingedrucktes? Ja. Cool ist es, wenn ihr schon Gehaltswünsche dann aber Gehaltsmöglichkeiten vorhanden sind. Jeder sollte sich aussuchen, der Job, den ich habe, was könnte ich da verdienen? Und man sollte auch verhandeln. Außer bei einer nicht vorhandenen Basis. Es gibt Berufe, da kann man nicht verhandeln, weil die einfach vorgeschrieben sind von der Regierung. Man kann auch andere Jobs nehmen. Nimm mal jetzt mal Pflegekraft. Ist ja derzeit sehr aktuell. Pflegekraft. Pflegekraft. So, Pflegekraft, Stellenangebote. Jobs, Pflege, Diakonie und so weiter. Findet man auch wieder ganz gut hier, zum Beispiel hier etwas. Zum Beispiel Pflegehilfe und so weiter. Regional. Gibt es auch regionale Seiten, wo man dann suchen kann und so weiter. Man ist also nicht aufgehoben. Es wird teilweise nur aufgeschoben, je nachdem, in welcher Region man lebt. Ich wohne jetzt relativ abseits. Bei mir ist ja Firmenmangel. Aber ich bin hierher gezogen wegen meiner Tochter, damit die schön hat. Auch wenn ich dermaßen zurückstecken muss. Aber was soll's, es wird alles besser werden. Deswegen mache ich jetzt auch für mich zum Beispiel, gucke ich mal nach, dass ich meinen Fuß immer noch irgendwo drinnen stecken habe. Also man sollte nie auf einer Basis stehen bleiben. Man sollte seinen Fuß immer noch irgendwo anders drin stehen haben, damit man auf jeden Fall abgesichert ist, falls die erste Stelle nicht funktioniert. Im Moment stehe ich mit zwei Füßen in einer Firma, aber ich möchte gerne mit einem Fuß in einer anderen Firma drin stehen. Also, das muss nicht sein, dass man in zwei Firmen arbeitet. Muss aber bedeutet einfach nur, man ist bekannt bei den Firmen. Die kennen einen schon von Namen her. Es muss eine gewisse Sympathie da sein und so weiter und so weiter. Hier zum Beispiel 645 Pflegekraftjobs in Hamburg gefunden. Wie sieht es denn hier zum Beispiel, wie sage ich es, welches kleine Dorf gibt es denn hier? Okay, oder kann man nennen? Ich sage jetzt mal Fürstenberg. Gibt es mehrere, aber alles im Kleinen. Ambulanter Pflegedienst, hier zum Beispiel. Fürstenberg wird etwas weniger angezeigt, wie man sieht, aber es gibt auch da welche. In der Pflege zum Beispiel. Es gibt auch soziale Kräfte. Es gibt Lehrer, gehen über den Staat teilweise. Es gibt hier Verkäufer, es gibt Lageristen, es gibt LKW-Fahrer und so weiter. Ich rede jetzt nicht nur von einem Job. Ich könnte es hier alle eingeben. Das wird aber den Rahmen sprengen. Im Endeffekt, man kann was schaffen, wenn man möchte. Ich muss mir auch einen Arsch aufreißen. Und bin eigentlich nicht zufrieden mit dem Ergebnis, was ich habe. Aber ich habe erstmal eine Stelle. Auch wenn ich dafür ein bisschen wieder fahren muss. Aber was soll's. Es kann ja nur besser werden. Und deswegen suche ich für mich auch wieder weiter rum. Und wenn es in der neuen Firma dann doch besser wird, dann brauche ich erstmal nicht mehr zu suchen. Aber ich vertraue den ganzen Sachen nicht. Gerade wenn es um Arbeitgeber geht, vertraue ich da überhaupt nicht drauf, auch wenn der Arbeitgeber klasse ist. Im Endeffekt muss man nur auf sich selber vertrauen, auf sein eigenes Bauchgefühl und wenn das Bauchgefühl beim Arbeitgeber sagt, er könnte nicht. Außer wenn der Person an chronischer Faulolitis leidet, dann ist es eine andere Sache. Aber wenn es jemand ist, der wirklich arbeiten möchte und arbeiten kann und dem sein Bauchgefühl sagt, das wäre nicht, da ist das Risiko zu hoch. Dann sollte man sich überlegen, ob man zu der Firma geht. Da wo ich bin, die Firma ist super. Allerdings ist sie so weit gesprenkelt und so bekannt, dass sie auch hohe Anforderungen haben, dass ich für den neuen Bereich, für den kompletten Neustart erstmal schauen muss, schaffe ich überhaupt die hohen Ansprüche? Dann muss ich mich da erstmal eingewöhnen. Klar werde ich es schaffen, aber es dauert seine Zeit. Und deswegen mache ich gerade den gleichen Weg hier. Nur bei mir ist es dann quasi, ich lasse mal Fürstenberg drinne. Soziale Träger in
Fürstenberg. Ich arbeite rein mit Initiativbewerbungen, nicht mit zielorientierten Bewerbungen. Zielorientierte Bewerbungen, die da findet man dann relativ wenig, aber ja, wo war ich jetzt stehen geblieben? Bei zielorientierten Bewerbungen. Initiativ ist einfach für mich besser. Ich suche mir die Firmen hier raus, zum Beispiel Balance GmbH. Gut. Dann haben wir hier die Abitria, ist auch bei Fürstenberg. Ist auch ein schöner Verein. Jugendhilfeträger und so weiter. Volkssolidarität, Müsa und so weiter. Oder hier, wer ist denn das hier? Senior Vital. Was Senior Vital? Ja, ich schreibe die Firma raus und schreibe einfach mal Initiativ. Bewerbe mich initiativ als das und das und mach mein Bewerbungsanschreiben. Rein Lebenslauf und so weiter und eine Liste mit dem, was ich gemacht habe und mit dem, was ich machen möchte. Das Bewerbungsanschreiben sollte auch so geschrieben werden, dass man auch reinschreibt, erstmal was man gemacht hat, aber zum Schluss auch seine eigenen Ziele auch mit wünscht. Dass man auch zeigt, dass man auch in nach vorne schauen möchte. Dass man auch flexibel ist. Genau. Ja, so mache ich das. Ich arbeite initiativ. Ach, Arbitria, sage ich doch, die ist ja da auch. Ist eine super Firma. Sehr familiär, sehr freundlich, sehr warm. Ja. Was soll ich jetzt sagen? Jeder muss für sich selber wissen, ob er jetzt zielorientiert auf Anzeigen sich bewirbt oder ob er initiativ auf die Firmen sich bewirbt. Initiativ auf die Firmen ist, finde ich, ja wie gesagt, besser. Weil dann fächert man sie erstmal raus. Man wirft quasi, ist wie eine Schrotflinte. Man schießt einmal ab und die Schrotkugeln, die verteilen sich meilenweit. Man ist überall bekannt, man hat überall mal was von mir gehört. Und wenn es drauf ankommt, da war da mal eine Bewerbung vor einem Jahr. Die klang ganz gut. Ja, den laden wir doch mal ein, oder? Warum nicht? Dann ist man auf jeden Fall schon mal bekannt. Dann hat man schon mal ein positives Ergebnis, weil man einfach bekannt ist. Bei zielorientierten Bewerbungen schreibt man in der Regel einmal. Und da muss man auch wirklich genau auf die Bewerbung. Macht man einen kleinen Fehler, hat man verhauen. Wenn man initiativ reinschreibt, dann kann man wirklich variabel einen Bewerbungsanschreiben nutzen und das für fast alle, zumindest für den Bereich, für den man sich bewirbt, auch selber nutzen. Wechselt man den Bereich, muss man die Bewerbungsanschreiben natürlich anpassen. Und so weiter. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Gut, das war so ein kleiner Einblick von mir in die Berufsvorbereitung und auch Bewerbungssache. Ich mache das ja, habe das ja beruflich mit, für Kinder und Jugendliche. Für Praktikum, Ausbildung und so weiter. Und da muss ich auch immer viel mich drum kümmern. Firmen suchen. Den ersten, zweiten und dritten Wege. Also der erste Weg ist erstmal das Ziel, was man erreichen will. Und der zweite und der dritte Weg ist quasi, wenn der erste Weg versperrt ist, dass man auf jeden Fall sofort weitergehen kann, ohne dass man auf der Straße sitzt. Ich will jetzt meinen zweiten Weg finden, da ich den ersten Weg schon habe. Allerdings habe ich beim ersten Weg irgendwie Bauchschmerzen gerade. Und deswegen will ich mich jetzt selber auch absichern, da ich auch eine Familie zu finanzieren habe und so ernähren habe, als alleiniger Verdiener. Und das Gehalt ja nicht gerade so praktisch ist. Da verdient eine dreiköpfige Familie mit Hartz IV mehr als ich. Naja, was soll's. Muss man durch. Ich gehe nicht zum Jobcenter. Gut. Oder zur Arbeitsagentur. Habe ich keinen Bock drauf. Könnte ich machen, will ich aber nicht. Ich könnte mich arbeitslos melden und sagen, oh, ich kassiere vom Staat. Kriege ich ja mehr als auf Arbeit. Was soll's? Was juckt mich da? Sollen doch die andere Scheißarbeit machen. Aber mich kriegt man nicht zur Arbeitsagentur. Ja, mich kriegt man schon hin. Aber da muss man mich ins Sarg reintragen. So, das war's zur Berufsorientierung. Um nicht quasi, ja, was soll ich sagen,
Naja, auf der Straße zu landen. Deswegen verabschiede ich mich mal jetzt mit dieser Folge und wünsche euch noch viel Spaß und viel Erfolg im Beruf. Bye bye.